Die gängigen Online-Portale nach lohnenswerten Immobilien durchforsten. Das hat vermutlich der ein oder andere von euch auch schon getan. Und genau das ist jetzt Inhalt dieser Folge von Alex kauft eine Bude, eine kleine Miniserie, in der wir Alex 2,5 Tage lang in Köln begleiten und versuchen, mit ihm eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen. Und in dem Video fangen wir jetzt an, die gängigen Portale durchzusuchen. Ja, dann vergleichen wir Angebote miteinander und lernen so nach und nach unser neues Jagdrevier ein bisschen besser kennen. Und leiten dann daraus eine Telefonliste ab, sodass wir dann wirklich ganz viele Leute und potenzielle Verkäufer anrufen können. Wenn du keinen Teil dieser Serie verpassen möchtest, in der wir Alex begleiten, oder wenn du einfach nur lernen möchtest, wie Vermögensaufbau mit Immobilien auch für dich funktioniert, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Okay, so, ihr seht jetzt gleich das Video, wie wir zumindest mal ein paar Objekte und Telefonnummern raussuchen und überraschenderweise finden wir tatsächlich mehr Objekte für unter 1000 Euro den Quadratmeter und mit guter Rendite, als wir dachten. Ja, aber schaut es euch selbst an. Jetzt und schauen wir uns mal ein paar Objekte an. Also wir haben keine Ahnung, also ganz wichtig, was wir gerade nochmal gesagt haben, ja. Wir haben da nicht reingeschaut. Und dann gesagt, 1000 Euro den Quadratmeter, sondern wir haben das wirklich für uns über die Rendite hergeleitet. Wir wollen eigentlich einen knappen 8% erkaufen, weil wir 6,50 Euro Miete annehmen. Ja. Das bedeutet, unter 1000 Euro Quadratmeter suchen wir jetzt. Genau. So, fangen wir mal, was war unser erster Standort? Fangen wir Stadtkern an, arbeiten wir uns von innen aus. Stadtkern, Essen, genau. Essen, Stadtkern. Ja. Okay, machen wir mal Preis. Das ist schon nur ein Treffer. Also es gibt, ein paar gibt es sehr wenig und es gibt da ein paar Stadtteile, in denen es mehr gibt. Okay, die kostet gleich mal fast 2, ne? 1800 den Quadratmeter. 1800. Trotzdem, um irgendwie ein Gefühl zu kriegen, lass uns einmal ganz kurz reinschauen in irgendwie ein paar, ne? Dass wir... Ist vermietet für 220, also es passt nicht. Nee, sowieso nicht, ja. weil viel zu teuer, ne? Aber 220 Euro Mieteinnahmen. Ich mache mal hier unsere App auf. Was waren das, 72? Das sind 72.000. Ja. Ey, krass, okay. Also das ist München und Niveau, ne? Das sind 3,7%. Ja. Es ist eine Innenstadt. Komplett out of range. Ja. Guck mal gerade in die Fotos mal rein, wie das so ausschaut. Das ist also Stadtkern Mix. Wir arbeiten hier mit einer, würde ich sagen, Favoritenliste dann, ne? Du machst also hakst hier den Stern an. Ja. So, jetzt würde ich von oben nach unten gehen, ne? Ja. Ach, guck mal, wir können auch einfach die ganzen Stadtteile hier. Auf einmal. Wobei, nee, ist schon geil, glaube ich, wenn wir Stadtteil für Stadtteil machen, um so ein bisschen ein Gefühl für das, was da passiert, zu kriegen. Ne? Ich glaube, dass das ganz interessant ist, wenn wir gleich sehen, dass quasi alles, was passt, das reinkommt. So, drei Treffer. Also, alle über 1000 Euro. Aber schon mal sehr viel mehr in Range, ne? Nicht völlig way. Also es ist echt nervig, dass so die Miete hier irgendwo dazwischen steht. Ne? Wenn überhaupt. Also da machen die sich keine Mühe oder wollen die das nicht angeben? Da einloggen ist vielleicht gar nicht schlecht. Hast du einen Account? Okay. Die Grenze. Ja, das macht Sinn. Ne? Genau. Wir wollen im unteren Viertel kaufen quasi. Aber hier stand nichts von Miete. Ne? Okay, nee, ich habe nichts gesehen. Ist hier oben noch was angegeben? Ja, aber das ist also... Zumindest könnte man da jetzt mal anrufen, auch wenn die ein bisschen groß ist, ne? Aber hier steht noch nicht mal eine Info, ob sie vermietet ist oder nicht, oder ob sie frei ist. Verfügbar ist auch nicht angegeben. Ja, gucken wir mal, was wir noch finden. Ja. So. Ich ärgere mich ja zu viel. Was meinst du? Das sind doch Angaben, die will der Suchende will das doch haben. Ja, aber du musst andersrum sehen. Ne? Ich glaube immer, man muss sich aufhören, darüber zu ärgern, weil die sind einfach teilweise auch satt. Ja, es ist im Moment, es werden sehr, sehr viele Immobilien gekauft. Das ist genau der Unterschied, dass man sich die Mühe halt macht, dass wir jetzt die Listen abtelefonieren. Ne? Das ist. Das sieht aus, als ob die leer ist, weil sie davon reden, auch das nächste Zimmer kann nach ihren Wünschen frei gestaltet werden. Ne? Die richten sich an Eigennutzer wahrscheinlich. Ja, das wäre jetzt halt so ein WG-Ding. Ne? Ich weiß es nicht, wo sind wir jetzt im Stadtteil? Wir sind jetzt Nordviertel. So, Nordviertel ist doch die Uni. Ja? Das ist doch die Uni. Wo genau ist die Uni? Die Uni sollten wir auch mal ankreuzen, genau. Okay. 7,6% Rendite, sagt er schon hier. Ne? Den würden wir noch in Zahlen fühlen. 395 Euro.
Warte mal, vis-à-vis zur Uni, 200 Meter, teilsaniert, eine renovierte Wohnung. Okay, das ist auf jeden Fall ein Makler, der den Job gut macht. Ne? Zweier-WG könnte man rausfahren. Wenn das wirklich 200 Meter von der Uni ist und du vermietest die einzeln, das ist richtig viel Geld. Ist das inklusive dem oder ist die Bude, fängt die Bude hier an? Nee, das sind die Wohnungsnummern, das ist die eine Wohnung hier auf der linken Seite. Wohn 1 und das wären dann nur ein Zimmer, ne? Ich glaube, das ist eine andere Wohnung. Ja, Wohnen, Schlafen 1. Also das ist eine Zweier-WG theoretisch, eine mit Balkon. Und 17 und 14 Quadratmeter kann man auf jeden Fall machen als WG. Und auch so, wenn nicht. Ne? Aber die scheint ja vermietet zu sein. Ne? Er hat ja eine Miete angegeben von 395. Ja. Aber auf alle Fälle angegeben. Mhm, ja. Und wir kommen morgen automatisch. Du hast quasi ein Call-Script für morgen dann, ne? Was du immer durchgesungen bekommst beim Thema Miete quasi immer vorbei. Ja. Ja, du hast drei Bereiche, die du prüfst und du willst einen Verkaufsgrund rausfinden morgen. Wir haben 44.900 bei 46,34. Mieteinnahme 310 angegeben. 310? Warm. Das reicht schon wieder warm, ja. Hausgeld stand oben, aber nicht wie viel umlagefähig. Ne? Ja gut, aber selbst wenn die 80 Euro umlagefähig, das könnte schon funktionieren. Lass uns auf jeden Fall mit dem telefonieren. Ja, 28, ja, das Angebot jetzt auch. Aber jetzt geht es auch preislich in den Keller wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. So, warte mal jetzt. Wir wollen nichts an der Altendorfer Straße, erinnerst du dich? Das ja. Dante. Ja. Also die quasi wollen wir nicht. Die quasi nicht. Pfiffige Architektur. Da. Ja, wenn hier schon so ein Musterfoto drin ist. Ja gut. Musterfoto. Die war doch viel zu teuer, oder nicht? Habe ich das gerade? Nee, genau das nicht. Okay. Wird schon seinen Grund haben, warum da kein Foto drin ist. Ne? Ja, ist ja egal. Das ist super, ne? Also eine abgerückte Wohnung irgendwie. Guck mal, hier ist alles hier Wohnbeispiel. Das ist aus dem IKEA-Prospekt, das Wohnbeispiel. Also jetzt kommen wir in die krasseren Viertel, glaube ich. Über den Dächern. Es kann nicht sein, wir kaufen, denn, ne? Wenn die alle in Frage kämen, kaufen wir nicht günstig ein. Ne? Also das ist einfach. Ja. Okay, komm, das hilft uns nichts. Wir können die auch nicht alle als Favorit markieren, sondern ich glaube wirklich, was Stefan gerade sagte, wir müssen Altendorf einmal verstehen, bevor wir weitermachen können. Aber es stehen überall keine Adressen dabei. Wir müssen am Ende, auch wenn wir die Mikrolage verstanden haben, die der Reihe nach anrufen und verstehen, wo die liegen. Ne? Also wir müssen jede einzelne Anzeige erstmal durchschauen, ob irgendwo noch die Adresse drin steht. Aber wahrscheinlich in der Reihenfolge, dass wir erst versuchen, den Stadtteil zu verstehen, uns den ausdrucken, irgendwie sagen, was kommt in Frage, was nicht. Und dann versuchen wir für jede Bude dort verstehen, wo sie liegt in dem Stadtteil. Also soll ich sie jetzt schon mal in die Favoriten hier alle nehmen? Nee, ich würde fast für den Stadtteil Altendorf quasi irgendwie sagen, das ist ein separates Thema. Mhm. Ich würde sogar von meinem Gefühl her ist... Da ist zu viel Angebot gerade auch, ne? Ja, also von meinem Gefühl her ist das hier eine ziemlich riskante Nummer. Also... Ein Basti, der dann jeden Straßenzug kennt, ist was anderes. Ne? Also vielleicht müssten wir dort wirklich vor Ort schauen. Also. Ja, aber lass uns den jetzt nicht irgendwie einfach aussortieren, weil es da viel Angebot gibt. Es kann sein, da ist genau das Richtige dabei. Wir müssen uns damit jetzt auseinandersetzen. Genau, ich glaube nur, dass ein bisschen, also ich würde das machen. Ich würde wahrscheinlich sogar wirklich in so einem Stadtteil, da kann man richtig was heben. Aber das ist eine größere Aktion als das, was wir hier in der Zeit leisten können, glaube ich. Also sehr, so seriös leisten können, dass am Ende du ein relativ gutes Gefühl haben kannst. Ne? Aber lass uns das aber zumindest verstehen einmal. Also ich habe jetzt hier diese... Durchfahren. Genau. Ich habe jetzt drei Stadtteile mal rausgenommen, die wir uns näher anschauen müssen. Was denn noch? Das sind genau die am profitabelsten sind. Ja. Ne? Ja, lass uns da im Zweifelsfall mit Basti nochmal sprechen. Lass uns durchfahren und lass uns gucken, was für einen Eindruck wir gewinnen. Ist denn jetzt ganz... Neues hinzugefügt. Ja, also der hat oben die, das dürften die... Schon, ne? Weil das hier ist alles was irgendwie ganz anderes. Ja. Das heißt, es ist schon von hier oben kommen quasi, sind die wir jetzt heute gemacht haben, ne? Ja, das wundert mich halt, dass die zum Beispiel da nicht drauf ist. Okay, morgen früh geht's los. Wir besprechen quasi kurz mal, was du abklären musst, aber dann nehmen wir uns ein Objekt raus, schauen uns die genaue Mikrolage an, du rufst an, klärst die Details, wir schreiben das auf und wir sitzen nebenbei da, nehmen die Daten mit auf. So dass wir für 10, 15 Wohnungen eine oberflächliche Bierdeckelbewertung haben. Und du kannst im Prinzip am Telefon eigentlich
wenn wir grob das Gefühl haben, das läuft, kannst du gleich einen Besichtigungstermin vereinbaren. Ja. Ja. Fazit vom ersten Tag. Ja, anstrengend war es. Ja. Also wir haben jetzt den ganzen Tag vom Frühstück übers Mittagessen bis zum Abend diskutiert und was hat sich verändert in deinem Kopf seit heute früh? Also ich habe ein Gefühl, dass wir jetzt von eigentlich ganz Nordrhein-Westfalen runtergedampft haben auf eine Stadt, in die wir jetzt tiefer eingestiegen sind. Vom Gefühl her habe ich das Gefühl, als ob ich mich wirklich jetzt auskenne schon in den Vierteln von Essen. Ich bin gespannt, wenn wir das besichtigen. Ja. Aber ich merke halt, dass man sich tatsächlich wirklich ausgiebig damit beschäftigen muss. Also wenn du jetzt irgendwo kaufst, wo du dich jetzt nicht auskennst, dass du tief reingehen musst. Ja. Also ich kenne es faktisch jetzt nur so von der Vogelperspektive, was ist der Quadratmeterpreis, was ist die Miete in dem Viertel, was ist der Quadratmeterpreis, die Miete entsprechend, die Mietrendite, aber noch nicht, wie es in dem Viertel tatsächlich aussieht und ja, wie es in dem Viertel zugeht eigentlich. Aber was du da gesagt hast, das finde ich schon interessant, ne? Du bist halt sehr, sehr viel näher dran, so eine Stadt zu verstehen und wir haben dafür jetzt ja nicht lange gebraucht. Ja, ne? Also es war jetzt irgendwie ein Nachmittag. Und jetzt haben wir alle drei, wie wir hier sitzen, ein grobes Gefühl für Essen. Jetzt müssen wir uns das vor Ort angucken, ne? Genau. Also ich weiß jetzt, der Norden, da sollte man sich nicht ranwagen. Der Süden ist schon sehr fortgeschritten, was das Preisniveau angeht. Okay. Und wir genau dazwischen irgendwo. Wir haben die Hoffnung, dass das ineinander schaut. Es gibt Riesenunterschiede. Das spricht sogar auch dafür, dass es in den Stadtteilen noch Riesenunterschiede gibt. Wir haben ja teilweise im selben Stadtteil Immobilien für unter 1.000 Euro den Quadratmeter gesehen. Und 4.000 oder 5.000, 4.000. Zumindest, zumindest diese Größenordnung, ne? Also die Penthouse-Wohnung saniert irgendwie ganz, ganz toll mit 4.000 Euro und... Deshalb nee. Alarmglocken. Ne? Es wird wichtig sein, dass wir morgen wirklich, wirklich diese Mikrolage verstehen. Ja. Zu jedem einzelnen Objekt. Mhm. Und dann im Anruf genau verstehen, ob was im Argen liegt, aber erst die Mikrolage. Ja. Was glaubst du, ist jetzt entscheidend für den Erfolg, dass du eine gute Kapitalanlage kaufst? Entscheidend wird, sag ich mal, neben dem Telefon mit dem Makler oder Verkäufer, wird der Ortstermin sein, dass ich das Viertel mir anschaue, dass ich mich auch wohlfühle mit diesem Viertel. Das wird, denke ich, die Entscheidung dann sein. Ja, weil was glaubst du, wie kommen wir ans gute Objekt und kaufen unter Marktpreis ein? Also Angebot ist ja scheinbar da, unter 1.000 Euro. Die Frage ist, warum ist es nicht schon weggekauft eigentlich? Also wenn Essen tatsächlich so interessant ist und es gibt Mietrenditen von 7%, 8%, 9% mit Kaufpreisen von unter 1.000 Euro, dann frage ich mich, warum ist es nicht schon längst aufgekauft? Also das müssten wir noch herausfinden. Was glaubst du? Vielleicht ist Essen auch noch nicht so auf dem Schirm der Investoren, dass weiterhin auf die Großstädte gesetzt wird, auf die Köln, München, Hamburg, Berlin und Essen da ein bisschen unter ferner Liefen läuft. Das möchte ich noch verstehen. Oder die Mikrolage spielt eben eine Riesenrolle und wir sehen da jetzt gerade wir sehen immer so die Dinge, die man am Ende dann eben nicht haben will, der Rendite, die wir da sehen. Ja. Also das ist nochmal differenziert zu betrachten. Also auf den ersten Blick sieht das gut aus. Mhm. Essen als Großstadt mit ordentlichen Mietrenditen. Und da fragt sich, warum sind in Essen solche Mietrenditen möglich und eine Dreiviertelstunde davon in Köln bist du weit entfernt von solchen Renditen. Ich glaube, das sind auch ein bisschen die Alarmglocken, die wir auch hören müssen. Ne? Weil was jetzt passiert, ist relativ untypisch. Mhm. Was am Vormittag passiert war und so, ist relativ typisch, dass wir so sagen, okay, wir wollen ausgewogen, Cashflow Zero, aber zukunftssicher. Ne? Mhm. Jetzt kommen wir auf Essen, müssen da fairerweise auch sagen, okay, das ist schon bei Prognos weiterhin, Bevölkerungsprognose ist negativ und nicht positiv, ne? Aber wir glauben, es ist noch okay von der Zukunftssicherheit und sind jetzt halt schon, also es ist schon überraschend, dass wir so viele Objekte finden, die eigentlich super Rendite bieten. Ne? Ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen gefährlich. Mhm. Also wir müssen gucken und das wird das Wichtige, unabhängig von allen Grenzen, wir müssen günstig einkaufen. Ja. Unter Marktwert auf jeden Fall einkaufen. Im Zweifelsfall ist genau das Ziel, ist im Zweifelsfall nicht unter 1.000 Euro und wir sind glücklich oder 8% und wir sind glücklich, sondern wir müssen in diesem Markt, wir müssen was finden, wo wir uns wohlfühlen, wo wir glauben, wir kriegen es dauerhaft vermietet und sollten unter Markt einkaufen. Deswegen ist, morgen müssen wir uns extrem anstrengen, dass wir an die Schnäppchen kommen. Das heißt, Masse zählt. Ja. Wir müssen morgen 20, 25 Gespräche sofort führen innerhalb kürzester Zeit. Na, wir sollten uns nicht auf zwei, drei Objekte und rechnen sich schon mal ganz schön und so weiter. Das, glaube ich, ist möglich. Aber jetzt unter Marktpreis einzukaufen, ist die Kunst. Ja. Das darf einfacher sein als in München, ne? Und es darf auch einfacher sein als in Düsseldorf, da jetzt was Spannendes zu finden. Aber das darf wahrscheinlich nicht so einfach sein wie...
ich guck mal und hier wieder hier. Ja, genau. Projekt erledigt. Alles klar. Ja. Machen wir Schluss für heute? Genau. Morgen wird ein spannender Tag. Ich glaube, morgen wird ein erkenntnisreicher Tag. Ja, ja, mega. Oh ja, oh ja, oh ja. Mega. Okay, alles klar. Wir haben jetzt tatsächlich relativ viel schon gefunden an Objekten, die wir jetzt anrufen können. Der Alex ist topfit und vorbereitet für morgen und freut sich auf die ganzen Telefongespräche. Deshalb dürfen wir den letzten Zettel für heute wegmachen. Sind fertig. Und morgen früh geht's los mit Telefonieren. Ja, wenn du auf der Suche bist nach einem roten Faden und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, dann ist vielleicht unser Buch, die Do-It-Yourself-Rente, für dich interessant. Gibt es zum Beispiel auf Amazon. Und in der nächsten Folge von Alex kauft eine Bude ist es dann am nächsten Morgen. Und wir bereiten uns sozusagen mit einem Vorgehen auf diesen Telefonmarathon vor. Wenn du den nächsten Teil oder auch den Rest der Serie nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Und jetzt viel Erfolg beim Vermögensaufbau. Es lohnt sich.